Am 22.03.2023 gegen 16.55 Uhr wurde eine Funkstreifenkraftwagenbesatzung der gemeinsamen Anlaufstelle Bonn-Innenstadt von Polizei und Ordnungsamt zur DB-Strecke in Höhe der Thomasstraße alarmiert, da eine männliche Person mit 3 Kindern über die Gleise gelaufen ist und ein Regionalexpress anhalten musste. Die Personen wurden durch die Polizei angetroffen und von einem zusätzlichen Fahrzeug des Ordnungsamtes im Revier des ebenfalls alarmierten Bundespolizeireviers Bonn Hauptbahnhof gefahren. Dort wurde eine Anzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr geschrieben. Die Strecke war ca. 1 Stunde gesperrt. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.